Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Ja, das letzte Mal habe ich einen kleinen Krieg geführt, kleines gut. Wir haben dabei versucht, beziehungsweise haben es gemacht einfach, China ein wenig zu demütigen. Haben wir auch geschafft. Dabei haben wir vor allem eine Truppe von mir ein wenig ramponiert, eine Armee. Viel mehr haben wir dafür nicht aufgebraucht. Den Hauptteil haben meine Verbündeten getragen, was ich okay fand. Dabei wurde ein großer Teil von China kurzfristig besetzt und auch viele Truppen von China wurden vernichtend geschlagen. Und während ich das gemacht habe, habe ich mich ein bisschen gefühlt wie so ein Sportreporter, der bei einem Formel-1-Rennen für 4 Runden nicht mitkriegt, dass der Führende ausgeschieden ist. Und das kann ich mich noch lebhaft erinnern, als Kind, wie der gute Heinz Prüller nicht mitgekriegt hat, was rund um ihn passiert. Na gut. So ist es mir auch ergangen. In der Zwischenzeit ist nämlich ein kleinerer, größerer Krieg ausgebrochen. Die Osmanen haben einen Krieg gestartet gegen Griechenland und das hat dazu geführt, dass durch die Kaskade an Verbündeten jetzt auf der einen Seite das Osmanische Reich, Deutschland und Skandinavien gegen Frankreich und Großbritannien, Griechenland und Serbien kämpfen. Was faszinierend ist, weil ich nicht ganz sicher bin, wer von den beiden Seiten den Krieg gewinnen wird. Also, an und für sich nach den Platzierungen her würde ich fast für Großbritannien Frankreich schätzen, aber Frankreich hat viele Truppen in China verloren. Außerdem ist Deutschland einfach immer irgendwie gut in diesen Kriegen, vor allem gegen Frankreich. Und sie haben da auch um einiges mehr an Truppen rumstehen. Naja, wir werden sehen. Wenn Frankreich eins auf den Deckel kriegt und Großbritannien, ist das auch nicht so schlecht für mich. Dadurch würde ich vielleicht an ihm vorbeiziehen und Erster insgesamt werden. Naja, schauen wir mal. Hey, ich kann meine Partei eigentlich noch immer nennen, steht da, sehe ich da gerade. Vielleicht sollte ich tatsächlich die radikaleren Elemente bei mir zu den Chefs machen. Na gut. Wir werden hier eher den Krieg verfolgen, als ihn in irgendeiner Weise versuchen zu beeinflussen. Der wartet auf einen Schabernackel, dass er ihn wieder nach Hause bringen kann. Daher am tiefsten mal beim Besetzen. Wo geht's hier hin? Ach so, Na, schauen wir mal, was da passiert. Ich würde sagen, Serbien ist bald aus dem Krieg draußen.
Gut, schauen wir mal. In Somalia sind gerade ein Haufen Leute gestorben. Boah, 0,09% bereits. Wahnwitz. So. Wir haben den Bayern da geholfen. Ah, na, mittlerweile sind ein bisschen mehr Franzosen und Briten. Und für sich schwer zu sagen. Also die Briten sind sicherlich militärisch unterlegen hier den Franzosen und den Deutschen. Und solange die Deutschen hier in der Mehrheit sind, naja, solange Russland nicht eingreift in diesen Krieg. Und wir haben keinen Kriegsgrund gegen Deutschland, sonst würde ich vielleicht eingreifen. Wir sind schon bis 6%. Schau an. Selbst die Niederlande schafft es hier langsam irgendwas zu erobern. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hat mich irgendwie nicht so ausgeschaut. So, Freunde, aufs Boot mit euch. Es geht in die Heimat. Nö, ihr dürft's nicht bei mir durch. Um ehrlich zu sein, hätte ich ganz gerne. Hätte ich ganz gerne, dass Frankreich diesen Krieg gewinnt. Oder zumindest, dass er recht lang dauert, bis sie ihn verlieren. Obwohl, das schaut irgendwie eh nicht so aus, als würde das sehr lange dauern, der Krieg. Also da diese Kämpfe da schon recht irritierend eindeutig aus. So, Romantik, Realismus. Ja, ich habe irgendwelche Nationalisten. Echt jetzt? Ha, das ist ja cool. Die Skandinavier helfen uns da ungewollt.
So, wie schaut der Krieg da auf der Seite aus? Sehr aus. 75.000 Deutsche, 60.000 Franzosen, nochmal 80.000 Deutsche. Oh weh, oh weh, oh weh. Ja, ist circa ausgeglichen hier, was die Truppen betrifft. Würde ich fast sagen. Also, wenn sie noch ein bisschen sinnvoller arbeiten würden, Frankreich und Großbritannien, dann könnte es ja fast sinnvolle Ergebnisse ergeben. Okay, an der Stelle wird wohl das Osmanische Reich ein bisschen verlieren, ein bisschen stark. Schwer zu sagen, aber irgendwie kommt mir vor, als würde die Front Richtung Deutschland verlagert werden hier. Deutschland waren da am Anfang doch im Vorteil. Aber irgendwie scheint das jetzt aufgehört zu haben. Ich sehe da auch eher Schlachten, die die Franzosen oder Engländer gewinnen. Sind natürlich auch die Skandinavier ein wenig schuld daran, die mit, keine Ahnung, 20.000 Marsdorn zu 60.000 Franzosen gehen. Das kann nicht gut gehen. So, ihr bleibt hier und werdet repariert. Naja, anyway. Wie schaut das aus mit den Kriegen? Warum sinken die Liberalen? Gefällt mir gar nicht. Wieso unten die Bayern ist bankrott? Na super. Eine hervorragende Idee.
Kostet ja gar nichts eigentlich. 10.000 Pfund, ist ja lächerlich. Okay, ich nehme alles zurück. Ich bin mir nicht sicher, wer von den beiden gewinnen wird. So, Realismus. Dann holen wir uns das nächste. Den Impressionismus. Ab ins Gefängnis mit dir. Ja, ich nehme alles wieder zurück. Ich glaube, die Deutschen sind doch wieder etwas stärker. Aber ich habe das letzte Mal schon nicht richtig einschätzen können beim Krieg Skandinavien gegen Deutschland. Da hat es auch kurzfristig so ausgesehen, als würde Skandinavien gewinnen. Und dann war es doch eine sehr klare Sache für Deutschland. Hey, realistische Kunst. Ein wenig Prestige für uns. Ah ja, wir können. Kostenlose Unterstützung machen. Ja, genau, mit 5000 Franzosen stellt euch da mitten nach Deutschland ein. Das ist besonders klug. Und dann wundert ihr euch, warum ihr den Krieg verliert. So, Spanien. Absteigern. Paraguay. Okay. Wie schon gesagt, das dürfte da eine ziemlich grausame Sache werden. Oje, 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 ein internationaler Konflikt. Warte mal. Außer mir kann das keiner mehr machen. Das heißt, ablehnen. Es tut mir ja leid, aber um ehrlich zu sein, okay, auch Lippenberg ist bankrott. Warum das? Der Krieg gegen die Der Krieg gegen China hat meine Verbündeten alle in den Bankrott getrieben. Das ist nicht nett von mir gewesen. So,
Warte mal. Ein neuer Armee könnte ich aber wahrscheinlich bauen. Sicher sogar. Brauchen wir noch eine Armee. Fünfmal Garde. Einmal das. Eins, zwei davon. Eins davon. Und noch ein Husar. Perfekt. Tja, da schaut der Krieg zwar so aus, als würde gewonnen werden, aber irgendwie fürchte ich, gewinnen sie nicht. Also wenn da nicht bald irgendwie größere Truppenkontingente noch auftauchen von Frankreich und Großbritannien, fürchte ich fast. Dass Frankreich verlieren wird. Aber wie schon gesagt, das ist vielleicht eh nicht so schlecht, weil dann werden sie gedemütigt und Frankreich und Großbritannien sind direkt über mir. Also so gesehen passt das schon, wenn die eine auf den Deckel kriegen. Dann werde ich Erster. Nein, Deutschland. Was? Was? Parma, echt jetzt? Das gefällt mir nicht. Niemals. Gyroskopische Feuerleitsysteme, was auch immer das sein mag. Wir haben es jetzt. Noch was da. Mehr Gummi. Ja, dieser Krieg scheint verloren zu gehen. Und Griechenland ist bankrott. Wenn wir Griechenland jetzt den Krieg erklären würden, würde dann Großbritannien auf ihrer Seite einsteigen. Gute Frage.
Nö. Wer will das schon? Impressionismus, Expressionismus. Okay, Peru. Holländische Nächt. Schau an. Gut, Herrschaften. Oh, da sind ja noch mehr Engländer. Schau, schau. Die Stockholm schon erobert? Nein. So erobert sie nicht Stockholm, ihr Schwammerl. Wenn ihr Stockholm erobern würdet, würde Schweden vielleicht aussteigen aus dem Krieg. Langsam, aber nein, nein. Irgendwas müsst ihr belagern. Naja. Was soll ich dazu sagen? Das führt ja zu nichts. Herrschaften. Wir schauen uns das nächste Mal diesen Krieg weiter an. Aber ich gehe jetzt schlafen. Und das ist gut so. Und ich wünsche euch auch einen guten Schlaf und träumt was Schönes. Also dann, bis dann. Bye bye.